Jo moin Leute, was geht bei euch? Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute mal eine richtig coole Klasse für Diablo 2 Resurrected angucken. Und zwar den Beschwörungstotenbeschwörer. Komisches Wort. Beschwörungstotenbeschwörer? Ah, den Summoner. Neko, sagen wir es mal so. Das ist eine sehr, sehr coole Klasse in diesem Spiel. Es ist vielleicht nicht unbedingt so die beste Klasse überhaupt, aber sie macht auf jeden Fall Spaß und ja, schaut mal selbst. Wir verschaffen uns mal einen kleinen Eindruck darüber. Guck mal, jetzt habe ich direkt einen Trank genommen, wo ich ins Game geswitcht bin. Alles klar. Wir fangen wie gewohnt an, einmal mit den Werten. Es ist hier gar nichts großartig Besonderes. Ich skille wieder Stärkung, Geschicklichkeit so weit, dass ich meine Ausrüstung tragen kann halt. Und den Rest pumpe ich in Vitalität rein. Und das war's denn auch schon. Gehen wir rüber zu den Talenten. Auch hier können wir ruhig ein bisschen flexibel sein. Können wir uns überlegen, ob wir Flüche runtergehen wollen und noch einen auf Widerstandsschwund machen wollen oder nur einen verstärkten Schaden rein. Das ist jetzt hier gerade mein Weg, weil ich diesen Charakter auch überwiegend eigentlich nur nutze, um Accounts zu machen oder vielleicht auch mal einen Diablo Run oder so. Weil ich leider kein Enigma, also kein Teleport dafür habe, bin ich mit ihm ein bisschen eingeschränkt, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich hier nur einen auf verstärkten Schaden gemacht, aber ihr könnt auch einen hier runter skillen. Ein Punkt in den Flüchen reicht, aber den Rest machen eure extra Skills. Dann gehen wir auf Gift- und Knochenzauber. Dieser eine Punkt in Knochenrüstung ist auch optional. Ich habe ihn gerne genommen, absorbiert immerhin 140 Schaden. Und dann wollen wir die Kadaver-Explosion einmal auf Max haben. Also auf 20. Den Rest brauchen wir alles nicht. Und dann gehen wir in die Herbeirufungszauber. Ich habe hier die Skelette gemaxt. Ich habe die Skelettbeherrschung gemaxt. Und dann habe ich diesen Lehmgolem noch gemaxt. Dann habe ich einen Golembeherrschung, einen Monsterwiderstand. Die anderen Golems auch noch jeweils ein. Und ja, mit den übrigen Punkten können wir uns dann überlegen, was wir machen. Ich bin jetzt erst Level 78. Und ich hätte noch ein paar Quests offen, um noch ein paar Skills zu machen. Ich würde dann vielleicht die Reanimation auf 10 bringen und vielleicht noch einen in den Feuergolem, um die Synergie noch mitzunehmen für den Lehmgolem. Könnt ihr euch aber überlegen, was ihr machen wollt. Ihr könntet auch im Monsterwiderstand gehen oder auf die Magier. Ich werde es wahrscheinlich in die Reanimation machen. Okay, dann schauen wir uns mal kurz das Gear an. Ich will diesmal gar nicht so viel festlegen, so nach dem Motto, das hier ist das Gear, was ihr braucht und alles andere geht nicht. Wir sagen es mal ganz allgemein, ihr wollt vor allen Dingen eins haben, extra Skills und dann gibt es noch so ein paar spezielle, richtig geile Runenwörter, die hier richtig cool kommen. Ich sag mal kurz ein, zwei Sätze zu jedem Teil. Hier, ich habe ein gecraftetes Krönchen mit zwei zu Necro-Skills, ein Schako oder eine Halle wäre hier genauso geil oder noch geiler sogar ein bisschen. Als Waffe könnt ihr einen Hoto nehmen, ihr könnt den Arm von König Leoric nehmen. Oder was auch richtig geil wäre, wenn ihr es habt, das wäre ein Beast-Runenwort in einer Axt oder so. Weil das ist ein Waffen-Runenwort, das gibt euch eine Level 9 Fanatismus-Aura, wenn ihr es tragt. Fanatismus-Aura für eure ganzen Skelette nachher ist natürlich ziemlich cool. Ja, als Schild kann man so einen Homunculus nehmen oder man nimmt einen... Ein Spirit Monarch kann man auch bauen zum Beispiel. Als Armor wäre idealerweise nachher was richtig geil, wenn er Enigma tatsächlich, weil wenn ihr teleportiert, dann sind auch immer eure ganzen beschwörten Diener an der Position, wo ihr hin teleportiert. Aber ich habe hier selber auch noch keine. Deswegen habe ich jetzt hier mal QH ganz genommen, weil die einfach ein Skill-Level hat so alles. Und ja, ein Vipern-Magier oder so ist aber alles genauso gut, ne? Handschuhe habe ich Trangulz genommen, weil die nochmal zwei zu Flüchen haben. Die Schuhe habe ich hier den Knochensteig genommen, weil die noch eins zur Skelettbeherrschung haben. Gürtel könnte man zum Beispiel einen Arach nehmen, der hat ja auch noch ein Skills. Oder halt irgendwas, was euch Werte, Leben, Resis und so weiter gibt. Ich möchte das jetzt auch mal ein bisschen flexibler gestalten, dass auch Anfänger wissen, dass sie diesen Charakter spielen können. Ringe wäre erstrebenswert, ein Zeu oder ein Bulkatos. Habe ich beides nicht, deswegen habe ich hier einfach so random irgendwelche Ringe drin, die mir mehr oder weniger was bringen. Und Amulett habe ich auch ein
ein Rare-Amulett mit einem Toten Beschwörer Skills. Hier wäre zum Beispiel Maras ganz geil mit zwei Skill-Leveln, ne? Skill-Charms würden wir dann hier diese Herbeirufungsfähigkeiten nehmen. Das hier ist jetzt Gift und Knochen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dann gehen wir noch mal einmal kurz zum Söldner rüber, was das Gear angeht. Ich habe dem Kollegen jetzt hier eine Armor angezogen, welche ich schon richtig cool finde, und zwar die Dornen-Armor. Die gibt uns nämlich eine Level 20 Dornen-Aura. Das bedeutet, alle Dämonen, die unsere Skelette kloppen, bekommen ein bisschen Schaden zurück ins Face reflektiert und sterben ganz gut. Man könnte hier aber auch zum Beispiel eine Stärke-Rüstung, eine ätherische anziehen, einfach, dass man mehr Schaden macht. Unser Söldner und Single-Target auch die Dinger, die Gegner killt. Und als Waffe habe ich jetzt einfach Gehorsam. Hier wäre richtig geil, wenn man eine Pride hätte. Also Stolz, Schamschur, Iolo ist es, glaube ich, das Runenwort. Weil damit hätte er nochmal eine Level 16 bis 20 Konzentrationsaura. Was euren Minions natürlich zugutekommt, weil sie dadurch mehr Angriffswert kriegen. Ihr solltet allerdings den Wüstensöldner aus dem zweiten Akt aus Albtraum nehmen. Am besten mit der Machtaura. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier eine gesegnete Führungsaura habe. Habe ich mich da jetzt verklickt? Das habe ich doch gestern erst einen neuen geholt. Dann gehen wir nochmal eben kurz zusammen dahin und holen uns nochmal eben einen neuen Söldner ab, würde ich sagen. Weil die Machtaura ist schon extrem cool, finde ich, für ihn. Ach, ich bin jetzt ja gar nicht auf Albtraum. Okay, dann können wir das jetzt nicht machen. Tut mir leid für die Verwirrung. Okay, gehen wir mal direkt zu einem Ingame-Tipp. Wenn man neu in ein Spiel kommt, dann habt ihr meistens noch keine Minions, was ziemlich blöd ist. Ihr könnt dann euren Söldner und euren Golem schon mal beschwören. Und dann ist mein Tipp, dass ihr erstmal hier bei Nidatak Tempel bei Anya in das rote Portal reingeht, weil hier liegen schon direkt Leichen auf dem Boden. Da geht ihr einfach rein, macht euch schon mal so viele Skelette wie möglich. So. Guck mal, jetzt haben wir schon 12 Skelette. Fertig. Armee steht. Und dann haben wir noch nichts getötet und sind schon bereit, kämpfen zu gehen. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich werde euch einfach den Char jetzt mal anhand des Kau-Levels demonstrieren, auch wenn ich jetzt leider nicht die Machtaura habe. Ihr werdet sehen, der geht auch so schon ganz gut ab. Für den zweiten Waffenslot ist natürlich ihr Ruf zu den Waffen CTA sehr, sehr geil, weil ihr damit auch das Leben von euren Monstern erhöht. Dann habe ich meistens nur die Skelettkrieger beschworen. Die Magier mache ich gar nicht. Dann fluche ich jetzt hier verstärkten Schaden rauf. Und sobald einer tot ist, was relativ schnell geht, durch die Dornaura kommt Kadaverexplosion da rein. Und ihr seht schon, das geht richtig nach vorne. Die Bosse dauern natürlich ein bisschen länger, aber das ist nicht so schlimm. Dann wollen wir am liebsten immer richtig schöne, große Gegnermassen haben. Fluch drauf. Dann kriegen die natürlich noch mehr Schaden. Durch die Macht auch würde ich auch mehr Schaden machen. Und wenn die Bomben dann fliegen, dann seht ihr, wie die ganzen Mobs hier auseinanderfetzen. Also, ihr wollt wirklich umso größer, umso besser die Gegnergruppen haben, sage ich mal. Weil wenn die jetzt hier so schön aufeinander stehen, ihr seht schon, wie krass ihr da hier alle auseinanderfetzt, ne? Es muss wirklich nur einer sterben und dann ist das wie Domino Day. Und ihr ballert hier alles weg. Das macht so Spaß. Wir warten auf eine Leiche und bam, bam, bam. Die fallen hier wie die Fliegen. Guckt euch das an. Das ist also echt richtig geil. Und dann könnten wir zum Beispiel jetzt noch hier, ich habe ja gesagt, auf Reanimations gehen wir noch ein bisschen. Da können wir uns denn hier noch so ein paar Kühe holen. Die buffen wir auch noch alle. Und ja, wir könnten uns natürlich jetzt auch noch ein paar Magier machen. Ist für Bosse zum Beispiel auch gar nicht so schlecht. Wenn man noch ein bisschen anderen Schaden als körperlichen hat. Weil der war jetzt hier zum Beispiel körperimmun. Habt ihr gesehen, das hat ein bisschen länger gedauert. Ja, und jetzt haben wir hier eine richtig fette, krasse Armee. Und dann spielen wir eigentlich immer nur so, dass wir einen Fluch reingeben. Und sobald irgendwas tot ist, ballern wieder Kadaverexplosionen rein. Und die Massen fliegen, fallen wie die Fliegen. So. Ja, Leute, mehr gibt es hier, glaube ich, gar nichts zu sagen zu dem Charakter. Also der macht auch ohne wirklich viel Gear schon extrem viel Spaß.
Und wenn der nachher richtig equipped ist, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt einen Enigma hätte und hier wäre ein Boss, so ein Einzelner, und ich würde mich genau auf diesen Boss rauf teleportieren, dann würden meine ganze Armee genau auf dem Boss landen und sofort diesen Boss angreifen. Und der wird einfach extrem schnell umkippen. Ja? Habe ich leider nicht, aber ich finde auch, man muss nicht immer die Guides mit dem perfekten Gear machen. Ich finde, man kann auch ruhig mal zeigen, dass es ruhig auch mit weniger Gear schon Spaß machen kann. In diesem Sinne, Leute, falls ihr noch irgendwas wissen wollt oder mir einfach mal eure Meinung zu dem Charakter, zu dem Bild mitteilen wollt, lasst gerne einen Kommentar hier. Über Daumen und Abo würde ich mich wie immer freuen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute, haut rein, bleibt sauber. Ciao.